Die Melanie, das ist nämlich meine erste Gesprächspartnerin heute Nacht. 18 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Melanie. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um eine chronische Erkrankung. Mhm. Die nennt sich Morbus Crohn. Ja, das ist eine Darmerkrankung. Ja, das ist eine chronische Darmentzündung. Ja. Die halt auch auf Speiseröhre, also von Speiseröhre bis After alles befallen kann. Auch den Mund, glaube ich, ne? Ja, da bilden sich halt immer irgendwelche Pilze. Mhm. Ja. Eine sehr unangenehme und auch eine sehr schwere Erkrankung eigentlich. Ja, bei mir ist es jetzt noch, durch die Erkrankung habe ich jetzt auch noch Fisteln an den Füßen bekommen. Fisteln an den Füßen? Ja. Das hängt mit Morbus Crohn zusammen? Das hängt auch mit dem Morbus Crohn zusammen. Es gibt eine Fistelart, die halt bei Morbus Crohn auftritt. Ja, mhm. Und da ich immer hier schreie, habe ich die natürlich auch bekommen. Das habe ich noch nie gehört, dass die Krankheit auch solche Auswirkungen auch noch haben kann. Ja, ich war vor einer Woche war ich in einer Notaufnahme gewesen, weil ich halt nicht mehr laufen konnte. Mhm. Und da haben die mir das dann halt gesagt. Also Fisteln heißt so kleinere Geschwüre an den Füßen? Ja, genau. Viele? Der linke Fuß ist eigentlich ziemlich voll. Voll übersät mit diesen Fisteln? Ja. Das heißt, da kann man ja kaum gehen. Ja, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Mhm. Wie lange hast du diese Erkrankung überhaupt schon? Ich habe die Diagnose bekommen. Ich bin am 1.7. letztes Jahr ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja. Weil ich umgekippt bin und am 10.7. letzten Jahres habe ich die Diagnose bekommen. Ach so, das ist dann noch so frisch als Diagnose zumindest. Ja. Es kann aber sein, dass du die Krankheit schon lange hast. Die Krankheit, die habe ich schon länger. Ich wurde damals immer auf Magen-Darm-Grippe behandelt, weil es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, diese Krankheit halt schon so jung zu bekommen. Mhm. Aber irgendwie hat es mich dann doch erwischt. Was bedeutet das jetzt? Die Ärzte haben zu dir gesagt, mit deinen 18 Jahren hast du Morbus Crohn, diese schwere Darmerkrankung. Und jetzt auch noch diese Auswirkungen auf die Füße, dass du Fisteln an den Füßen hast. Was kann man da machen? Welche Hoffnungen, welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Ja, ich war 6 Wochen lang in der Reha gewesen. Direkt nach dem Krankenhausaufenthalt. Ja, da gibt es halt die Therapie mit Cortison. Mhm. Und ich glaube, viele wissen, was Cortison anstellt. Immer üble Nebenwirkungen. Ich habe innerhalb von, sag ich mal, knapp 3 Wochen 15 Kilo zugenommen. Mhm. Na, ich muss dazu sagen, im Moment, ich nehme überhaupt keine Medikamente mehr. Ja. Weil ich halt mit der Psyche, das ging alles gar nicht mehr. Ja. Ja, und das heißt, du lässt es jetzt einfach so laufen? Ja, ich lasse es einfach vor mich hinlaufen. Gibt es denn eine Heilungschance oder haben die Ärzte dir gesagt, eigentlich müssen sie sich damit abfinden, dass sie das jetzt immer haben, dass es eine chronische Erkrankung ist? Das ist eine chronische Erkrankung und ich sollte mich eigentlich versuchen, damit abzufinden. Mhm. Kann es sein, dass diese Krankheit irgendwann zum Stillstand kommt oder ist sie eigentlich immer aktiv? Ja, das ist normalerweise schubweise. Mhm. Und bei mir ist es halt, sag ich mal, schon öfters zu den Schüben gekommen seitdem. Ja, ich weiß nicht, also die haben zu mir gesagt, dass wenn halt oft Schübe vorkommen, dass Teile des Darms dann stillgelegt werden, automatisch oder so entzündet sind, dass da nichts mehr durchkommt. Ja. Da muss ich dann halt aufpassen, dass ich keinen Darmverschluss bekomme. Ja. Und ja, eine Operation könnte mir halt auch bevorstehen. Mhm. Halt ein künstlicher Darmausgang. Auch unter Umständen? Ja. Mhm. Also schon eigentlich eine belastende Sache, wenn man das gesagt bekommt, ne? Eigentlich schon. Ja. Ich denke mal, ohne die Hilfe von meinen Eltern und meiner besten Freundin würde ich eigentlich sagen, dass ich jetzt nicht mehr hier sitzen würde. Hast du einen Freund im Moment? Ich hatte einen Freund und der hat mich im Krankenhaus verlassen. Wegen der Erkrankung? Wegen der Erkrankung. Ich habe mit ihm zusammen gewohnt. Du hast schon mit ihm zusammen gewohnt? Ja. Wie lange wart ihr zusammen vorher gewesen? Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Und dann schon gleich zusammengezogen? Ja, das war, glaube ich, alles ein bisschen überstürzt. Ja, finde ich allerdings auch. Mit 18 schon und nach einem halben Jahr kennen. Naja, wie auch immer. Aber er hat dich dann verlassen wegen deiner Erkrankung? Ja. Boah, ist das krass, ist das hart.
Hat dich das nicht unglaublich enttäuscht und verletzt? Das hat mich eigentlich ziemlich in ein tiefes Loch fallen lassen. Hat er das so auch ausgedrückt? Hat er gesagt, ja, ich kann damit nicht umgehen mit der Krankheit? Er hat das ziemlich nett formuliert. Er hat gesagt, eine kranke Freundin braucht er in seinen jungen Jahren nicht. Boah. Was ist denn das für ein Typ, den du dir da angelacht hast? Hattest? Ich glaube, ein riesengroßes Arschloch. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, Melanie. Das ja, hat er dir auch noch im Krankenhaus gesagt? Das hat er mir per Telefon gesagt. Ich hatte ihm 2 Tage vorher von der Krankheit erzählt. Mhm. Und dann hatte er sich die 2 Tage nicht gemeldet. Und dann hat er über seine Eltern bei mir angerufen und hat mir dann halt gesagt, könntest jetzt besser deine Sachen abholen. Also er hat auch sofort gesagt, ich soll meine Sachen abholen. Mhm. Und dann habe ich ihn halt versucht zu erklären, dass ich mir die Sachen nicht auf den Rücken schnüren kann. Ja, das war alles ziemlich... Da kommt man ja selbst wahrscheinlich auch nur ins Grübeln und denkt, habe ich das vorher nicht wahrnehmen können, wollen, dass der so drauf ist? Ne? Dass man sich so getäuscht hat in einem Menschen? Ja, hätte ich auf meine Mutter gehört, wäre mir das alles erspart geblieben. Mhm. Ich muss dazu sagen, die Seite von meiner Mutter, die ist ziemlich verseucht, sage ich jetzt einfach mal. Wie meinst du das? Meine Mutter hat selbst auch eine Autoimmunerkrankung. Ach so, krankheitsmäßig. Sie hat auch schon 2 Jahre Chemo hinter sich. Meine Oma, meine Onkels, also... Also meinst du, dass es vielleicht sogar erblich bedingt ist, dass du... Die Ärzte haben zu mir gesagt, das lag bei mir schon in den Genen. Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zu der Erkrankung. Ja. Du sagst, dass du im Moment keine Medikamente nimmst. Ja. Das heißt, dass die Fisteln auch einfach so vor sich hin leben und du darauf hoffst, dass die irgendwie von alleine weggehen. Ja, eigentlich schon. Also ich hatte gestern eine Diskussion mit meiner Mutter und wir haben beschlossen, dass ich Montag ins Krankenhaus gehe. Ah ja, doch nochmal zu einer intensiven Behandlung. Ja, weil ich denke mal, sonst wird es mir bald noch schlechter gehen und dann habe ich den Darmausgang schneller, als ich gucken kann. Hast du denn im Moment auch Beschwerden im Darm, Schmerzen, Brennen oder in der Speiseröhre, wie du gesagt hast? Hast du irgendwo Schmerzen? Also ich habe den Mund wieder voll mit Pilzsitzen. Ja, der Darm, der macht schon Lieder. Also der ist den ganzen Tag am Humoren. Ich muss natürlich auch aufpassen, was ich esse, weil ich habe noch eine Laktoseintoleranz dazu gekriegt. Was heißt das? Milchprodukte vertrage ich überhaupt nicht. Mensch, Melanie, da hat sie es aber richtig erwischt, ne? Ja, ich habe so das Gefühl, irgendwer meint es nicht gut mit Mann, mir. Mann. Bist du noch Schülerin? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Köchin. Ja. Hast du die abgeschlossen? Leider nicht. Ich wäre jetzt im August fertig gewesen. Aber mit der Krankheit wahrscheinlich könntest du die eh nicht ausüben, ne? Also könntest du den Beruf nicht ausüben. Wie sind deine Pläne da? Wenn du jetzt einigermaßen wieder so auf dem Damm sein solltest, willst du noch eine neue Ausbildung machen oder was hast du vor? Also ich denke mal schon, dass ich noch eine neue Ausbildung machen werde. Ich bin ja gerade mal 18. Na klar, ja. Hab also noch das ganze Leben so gesehen vor mir. Bloß es ist halt schwierig, mit dieser Krankheit was zu bekommen. Ich habe jetzt noch den Schwerbehindertenausweis gekriegt. Da sind mal eben 50% drauf. Melanie, Morbus Crohn ist ja nun eine sehr, doch relativ verbreitete Krankheit und es betrifft sehr viele Menschen. Und ich weiß, dass es bundesweit existierende Selbsthilfegruppen gibt. Bist du darüber auch informiert? Ja, informiert schon, wobei ich eigentlich ziemlich Hemmungen habe, dorthin zu gehen, weil ich habe eigentlich immer alles alleine mit mir ausgemacht. Vielleicht solltest du dich da mal überwinden, weil da sind so viele andere Leute, die das gleiche Schicksal haben wie du. Und da kann man gute Informationen sich austauschen, man kann über die Krankheit reden. Eigentlich höre ich von diesen Selbsthilfegruppen, egal aus welchem Bereich, immer nur Gutes. Wenn du gerne möchtest, würden wir dir ein paar Adressen oder Telefonnummern geben, wenn du das möchtest. Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil sonst falle ich noch tiefer. Ja. Pass auf, dann machen wir es so, dass du legst jetzt gleich auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Mit der kannst du, wenn du möchtest, auch noch weiter reden. Und die Heide ist auch, die kann dir auch dann die Telefonnummern geben. Ja. Ich wünsche dir für den Krankenhausaufenthalt, der jetzt bevorsteht, alles Gute und natürlich überhaupt alles Gute. Das ist sich ein bisschen beruhigt und dass die Schübe nicht so nah aneinander sind und dass du auf die Beine kommst einfach.
Ja, danke schön. Alles Liebe. Ich habe noch mal eine Frage. Mhm. Könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Klar kannst du das haben. Sag deine Adresse gleich meiner Psychologin und dann arrangieren wir das. Okay, danke schön. Melanie, alles Gute. Danke schön. Tschüss.